Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein sehr cooles Format und zwar wollte ich mal die Fashion Brand Vazzola testen. Die hat die liebe Jacqueline rausgebracht. Das ist eine Influencerin auf Instagram, die schon seit Jahren aktiv ist und dort eben mit ihren Fashion-Inspirationsfotos und auch Stories ihre Zuschauer sozusagen überzeugt. Also ich muss sagen, ich finde ihren Style sehr, sehr cool und habe wirklich schon das ein oder andere Teil wegen ihr nachgekauft, weil ich die Kombination einfach sehr, sehr schön fand. Und diesmal dachte ich werde einfach mal dort bestellen, weil ich wollte es eigentlich so schon machen. Also ich hätte es auch privat gemacht, aber dachte, hey, wieso nehme ich meine Zuschauer nicht einfach dabei mit und ja, stell die Marke so ein bisschen vor, erzähl vielleicht auch, was ich gut und schlecht finde und wie der ganze Prozess generell einfach abläuft. Ich werde euch natürlich auch den Instagram-Account von Jacqueline und ihren Online-Shop immer in der Infobox verlinken. Sie hat den Online-Shop letztes Jahr eröffnet und sozusagen ihren Traum wahrgemacht. Die Marke wird von Jacqueline Vazzola geführt, das heißt, ihr Nachname ist auch ihr Markenname, also Vazzola Fashion, und die sitzen in Birkenfeld. Ich kann euch leider nicht sagen, ob die Teile fair produziert werden, wo sie produziert werden. Ich habe leider auch überhaupt gar keine Informationen auf der Webseite gefunden. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Teile nicht irgendwo designt und produziert werden, sondern dass sie die Teile einfach so einkauft, dass sie wahrscheinlich auf irgendeinen Markt sozusagen sich die Teile anguckt, schaut, was gerade im Trend ist, was auch zu ihrem Shop passt und sich dann eben die entsprechenden Mengen einfach einkauft und dann eben weiterverkauft. Mehr dazu habe ich leider nicht gefunden, obwohl ich eigentlich ziemlich gut im Recherchieren bin, aber vielleicht sind dann meine Rechercheskills doch nicht so ausgeprägt, wie ich dachte. Generell muss ich sagen, dass die Seite wirklich sehr, sehr schön aufgebaut ist. Also damals, als ich auch das erste Mal ihren Launch und alles mitbekommen habe, als der Shop online ging, also das erste, was mir wirklich ins Auge gestochen ist, ist, dass der Shop sehr professionell wirkte. Von Anfang an, ich habe vergleichsweise auch andere Influencer-Kollegen, die eben auch mit einem Online-Shop online gegangen sind, und da muss ich sagen, sind Qualitätsunterschiede, was den Online-Auftritt angeht. Also es sind wirklich so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Schrift, wie das Ganze aufgebaut ist, wie die Teile fotografiert sind, wie sie dargestellt werden, und einfach diese gesamte Online-Internetpräsenz, muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr ansprechend, und ich finde, es macht auch einfach Spaß, in ihrem Shop zu stöbern, um zu gucken. Alles ist schön in Kategorien eingeteilt. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Größen mit angegeben werden, die das Model gerade in dem Moment auf dem Foto trägt. Die Fotos mit den getragenen Kleidungsstücken sind so gut wie alle von der Inhaberin, also von Jacqueline, fotografiert. Das heißt, man kann sich sehr gut daran orientieren. Sie schreibt auch immer dazu, eine Nummer größer wählen, fällt kleiner, größer oder ganz normal aus. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil alle Teile, die ich tatsächlich geshoppt habe, die passen wirklich so, wie sie passen sollen. Meiner Meinung nach ein riesengroßer Pluspunkt. Das machen natürlich auch große Shops wie Zalando, H&M und so weiter und so fort. Aber trotzdem, finde ich, sind das so Kleinigkeiten, die einen Shop einfach ausmachen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich 80% der Teile auf jeden Fall kaufen würde. Ich habe mich tatsächlich für 6 Teile entschieden. Auch die Farben entsprechen sehr meinem Geschmack. Also ich glaube, wenn man den Style von Jacqueline sehr mag und auch einen ähnlichen Geschmack hat, dann wird man da auf jeden Fall fündig. Jetzt kommen wir zur Verpackung. So kam das Paket bei mir an. Der Versand ging wirklich super, super, super schnell. Ich hatte innerhalb 2 Tagen mein Paket zu Hause, was für so einen Neuling im Markt wirklich eine Glanzleistung ist. Also ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber ich habe bei größeren Shops schon bestellt und habe da zum Teil eine Woche gewartet. Also wirklich ein sehr großer Pluspunkt. Man bekommt wirklich sehr, sehr schnell seine Ware. Wobei ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt nur Zufall war oder ob das auch regelmäßig so ist. Ich habe aber auch recherchiert und ein paar Bewertungen gefunden, und die waren wirklich durchweg alle sehr, sehr gut. Auch wenn man den Shop online googelt, man sieht immer sehr viele gute Bewertungen. Das heißt, einen guten ersten Eindruck macht sie mit ihrem Shop auf jeden Fall. Leider muss ich sagen, dass das Paket ein bisschen zerdellt ankam. Das kann aber natürlich nicht ihre Schuld gewesen sein. Ich weiß nicht, wie das Paket losgeschickt wurde, wie die Postboten damit umgegangen sind. Es kam auf jeden Fall so ein bisschen zerknautscht an, was mich ja gar nicht stört. Hauptsache, der Inhalt ist in Ordnung. Aber ich muss sagen, dass es nicht ganz so liebevoll eingepackt war. Also vielleicht ist auch durch dieses Schütteln und Rumwerfen alles durcheinander gekommen. Kennt ihr das, wenn ihr was Neues aufmacht, dann möchtet ihr auch so ein schönes Verpackungserlebnis haben. Und das hatte ich hier leider nicht so hundertprozentig. Aber wie gesagt, hier kann man einfach nicht zurückverfolgen, woran es tatsächlich lag. Die Teile sind nicht in zusätzlichem Plastik verpackt, wie zum Beispiel bei H&M, was ich überhaupt gar nicht mag. Wobei man aber überall ein Etikett hat. Also ich finde, man hätte sich das Etikett sparen können, weil letztendlich steht da nichts drauf, was wichtig wäre. Also hier wird nur noch ein bisschen Werbung für
die Marke gemacht. Das hätte man sich sparen können, aber es stört mich jetzt nicht. Also ich finde das jetzt nicht weiter tragisch. Jetzt schmeiße ich mich mal in die Outfits und dann bewerten wir mal die Teile. Also ich muss sagen, dass mir das erste Set schon sehr, sehr gut gefällt. Ich finde auch, dass die Farbe so minimal von dem Produktfoto abweicht. Aber ich glaube auch, dass sie auf ihren Fotos einen Filter verwendet. Das würde ich vielleicht weglassen. Das sieht zwar klar schöner aus, aber einfach nur, damit man weiß, wie die Farben oder die Teile in echt aussehen. Wobei man aber auch zugeben muss, dass sie immer die Fotos mit dazu packt, wenn sie an der Stange hängen. Und da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sie keinen Filter benutzt. Aber ich finde trotzdem, dass die Farbe so ein bisschen abweicht. Also ich hätte es mir dann doch so ein bisschen gelber gewünscht, aber generell super, super bequem. Musselinstoffe, egal ob Kleidung, Bettwäsche, Tagesdecken, ist ja momentan total im Trend. Ich sehe es momentan überall und es ist halt einfach so ein ganz, ganz weicher, luftiger Stoff und für mich auch perfekt mit meinem Bauch. Also die Shorts drückt überhaupt nicht auf meinen Bauch. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert von dem Set hier und das, denke ich, werde ich auf jeden Fall behalten. Das nächste Teil sind diese Schuhe. Ich muss sagen, dass sie wunderschön aussehen. Also von den Farben her und von allem. Aber die sind sau unbequem. Also das muss ich leider zugeben. Ich habe sie jetzt in der Größe 37 bestellt und die passen perfekt. Ich bin meistens eine 36 oder 37. Es kommt immer drauf an, wie die Schuhe in dem Moment ausfallen. Aber ich finde dieses Geflochtene hier vorne ganz schön. Auch hier diese Boho-Vibes und generell diese Plateau-Schuhe finde ich ganz toll. Auch solche Sandalen mit einem Kleid oder so finde ich mega schön. Aber leider sind die halt sehr unbequem. Das nächste Teil ist dieses super süße, schöne Crop Top. Also das werde ich auch definitiv behalten, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich finde es mega schön. Es ist sehr bequem auf der Haut. Ich mag auch diesen Schnitt. Ich muss sagen, ich finde gerippte Stoffe momentan sehr, sehr schön. Nicht nur momentan, eigentlich schon seit Jahren fahre ich total drauf ab, weil es einfach bequem auf der Haut ist. Es fühlt sich gut an und es sieht gut aus. Also ich mag das sehr gerne und habe jetzt einfach hier die Shorts einmal angelassen. Ich mag die Höhe. Also das kann man auch super gut als Schwangere tragen und auch später, wenn ich eben nicht mehr schwanger bin, kann ich das mit einer High-Waisted Jeans tragen und so weiter und so fort. Ja, für dieses Oberteil auf jeden Fall beide Daumen nach oben. So, das nächste Teil ist dieses weitere Musselin-Oberteil, was ich wirklich unfassbar süß finde. Ich muss sagen, dass die Farbe mir extrem gut gefällt. Dieses schöne Peach-Korall-Rosé, wirklich mega, mega, mega schön. Auch hier mit diesen Rüschen an den Ärmeln, also wirklich sehr verspielt und sehr mädchenhaft, wie ich finde. Ich muss sagen, als ich bestellt habe, habe ich gedacht, dass ich das Teil im Set mit einer Hose bestellt habe, also mit einer Shorts. Und war auch schon kurz davor, Vazola anzuschreiben und zu sagen, hey, ich glaube, ihr habt was vergessen. Habe aber dann doch in der Bestellung gelesen, dass da steht Oberteil, aber das stand erst ganz am Ende des Produktnamens auf der Seite. Also ich fand das ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mich ein bisschen blöd angestellt habe, aber irgendwie habe ich damit gerechnet, dass da ein Set bei mir ankommt. Also man kann die Teile auf jeden Fall einzeln bestellen. Die Farbe haut mich wirklich um, aber ich glaube, dass der Schnitt hier um meine Brust herum nicht wirklich vorteilhaft für mich ist. Ich kann euch gar nicht sagen, was mich hier daran stört. Ich liebe wirklich diese Rüschenträger, aber irgendwas gefällt mir an diesem Schnitt nicht. Vielleicht, weil es zu gerade ist. Ich kann es euch nicht sagen. Also irgendwas stört mich hier extrem. Deswegen glaube ich, dass ich das Teil leider zurückschicken werde. Weiter geht's mit einem weiteren Musselin-Teil. Diesmal habe ich mich hier für ein sehr luftiges und weites Kleid entschieden. Also hier ist die Farbe tatsächlich genau die gleiche wie von diesem Set, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. Ich glaube, ich habe da wirklich Musselinstoff für mich als Sommerstoff einfach entdeckt. Das ist so angenehm. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also es erinnert mich so ein bisschen an Leinen, nur so ein bisschen weicher und
keine Ahnung, nochmal ein bisschen dicker vom Stoff, aber trotzdem hat das so eine Leichtigkeit. Also ich kann das wirklich ganz, ganz schwer beschreiben. Und das, was mir hier tatsächlich auffällt, obwohl es ein helles Beige ist, trage ich eine etwas dunklere Butz und man kann halt am Popo trotzdem nichts sehen. Das finde ich wirklich super. Also ich bin mir bei dem Kleid tatsächlich ein bisschen unsicher, ob ich das behalten soll oder nicht, weil als ich es ausgepackt habe, waren an ein paar Stellen so ein paar Fädenfetzen. Die konnte man zwar alle abfummeln, aber ich finde, sowas muss halt einfach nicht sein. Das sind immer so Kleinigkeiten, wisst ihr, was ich meine? Das hatte ich zum Beispiel an den anderen Musselin-Teilen auch. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das einfach dazugehört, aber ich bin mir hier tatsächlich noch unsicher. Kommen wir zum letzten Teil aus dieser Bestellung und ich muss sagen, von dem Teil war ich am meisten enttäuscht, weil es einfach so wunderschön auf dem Foto aussah und mir dann doch so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen sind. Also ich muss sagen, generell vom Stil und wie das Kleid aussieht, wie es fällt und was man sich dabei gedacht hat, wirklich eine 10 von 10. Es ist sehr, sehr luftig, es ist angenehm auf der Haut und es sieht halt einfach mega, mega schön aus. Aber mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel hier nicht ganz so gut verarbeitet sind. Das heißt, hier kann man ganz gut sehen, dass, dass er sozusagen am seidenen Faden hier hängt. Also hier ist nur noch ein Faden dran. Hier ist es ganz gut verarbeitet. Das war jetzt tatsächlich nur auf dieser Seite. Und man sieht halt, dass sich diese Doppellage so nach vorne wölbt. Wisst ihr, was ich meine? Also es sieht halt einfach nicht schön aus und auf dem Produktfoto hat man das einfach gar nicht gesehen. Hier auf der Seite hat man das gar nicht. Ich weiß nicht, ob das hier einfach vielleicht so ein kleiner Verarbeitungsfehler war oder ist, aber das fällt halt einfach überhaupt nicht schön. Also ich finde, vergleichsweise sieht diese Seite einfach viel schöner aus als die hier. Und man hat hier so ein bisschen so einen Luftraum, sodass ja, hier so ein bisschen Falten geworfen werden, was mir auch nicht so gut gefällt. Also man hat hier solche Gummiträger, die hinten am Rücken überkreuzt sind. Und es geht relativ weit nach unten. Das heißt, meinen trägerlosen BH wird man auf jeden Fall sehen, was ich jetzt auch nicht unbedingt so toll finde. Aber es kann ja sein, dass ihr vielleicht ja, ein bisschen mehr Oberkörper habt und dass das bei euch dann nicht so ist. Und es ist wirklich relativ lang. Also das kann man auf jeden Fall nicht mit Flipflops oder flachen Schuhen anziehen. Könnte man schon, aber ich glaube, auf Dauer wird sich unten der Stoff einfach auflösen oder aufratschen oder einfach nicht mehr schön aussehen. Aber halt wirklich so damit barfuß rumlaufen würde bei mir, bei meiner Körpergröße jetzt nicht gehen. Ich bin 1,63. Falls ihr größer seid, dann ist das Kleid auf jeden Fall optimal für euch. Ich mag auch eigentlich Kleider, die so lang sind, aber für mich leider ein Ticken zu lang. Was ich aber nicht als negativen Kritikpunkt wirklich hier äußern möchte. Es liegt halt einfach an mir, dass ich ein bisschen kleiner bin. Ich überlege tatsächlich, ob ich mir das noch in so eine Minte verstellen soll. Weil ich will jetzt nicht sagen, der Shop ist blöd, nur weil jetzt hier so ein kleiner Fehler passiert ist. Ist natürlich jetzt blöd für den ersten Eindruck, aber jeder kann mal Fehler machen. Und das ist auch in Ordnung. Solange das halt einfach nicht der Standard ist, ist das für mich auch okay. Dann schicke ich es eben zurück, bestelle vielleicht noch mal ein anderes Teil und dann ja, hoffe ich natürlich, dass das andere Teil dann optimal ist. So, das war es jetzt erstmal zu den Outfits. Zu dem Rückversand kann ich sagen, dass man ein Rückgaberecht von 14 Tagen hat. Man muss leider aber den Rückversand selbst bezahlen. Dafür ist der Laden halt einfach noch oder die Marke noch zu klein, was ich absolut verstehen kann. Das ist eigentlich in der Größe sehr üblich. Also kostenlosen Rückversand können sich wirklich nur so die ganz großen Hasen leisten. Deswegen ist das für mich auch in Ordnung. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Und obwohl ich von insgesamt 6 Teilen nur 2 Teile behalten werde, werde ich trotzdem weiterhin dort bestellen, weil ich die Teile gut finde. Also ich muss sagen, dass sie mir gefallen. Sie entsprechen total meinem Geschmack. Auch die Farben, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Generell ist der ganze Bestellvorgang und auch die Retoure und so weiter und so fort sehr unkompliziert, was für mich als Verbraucher oder Endkunde einfach auch entscheidend ist. Also ich möchte keinen riesen Tamtam und Prozess haben, um eben da zu bestellen oder eben Teile wieder zurückzuschicken. Vielleicht noch ein kleiner Minuspunkt, aber da weiß ich nicht, ob die Person das vielleicht einfach nicht wusste. Ich hatte, bevor ich bestellt hatte, tatsächlich Vazola einfach über Instagram angeschrieben und gefragt, hey, wird es demnächst einen Rabattcode geben? Ich würde ganz gerne bei euch bestellen. Und da wurde mir gesagt, nein, aktuell haben wir keine. Und am nächsten Tag hat dann eine Kooperationspartnerin, also eine Influencerin, die dann Werbung für Vazola gemacht hat, dann einen Rabattcode gehabt, wo ich mir dann dachte, hä, wieso habt ihr mir nicht einfach gesagt, hey,
Influencerin XY hat ab morgen einen Code, vielleicht bestellst du dann doch lieber morgen, dann kriegst du irgendwie 15% auf deine Bestellung. Naja, aber das ist jetzt wirklich nur so eine Kleinigkeit. Im Großen und Ganzen ist die Auswahl super, entspricht total meinem Geschmack. Auch sind die Teile in mehreren Größen verfügbar. Mir ist aufgefallen, dass manche Teile ab und zu mal oder beliebte Teile oft ausverkauft sind und es eine Weile dauert, bis diese wieder aufgestockt werden. Aber auch da darf man nicht vergessen, wer hinter so einer Marke sitzt. Das ist jetzt kein Riesending wie Zalando oder H&M, wo wirklich irgendwie täglich nochmal gerestockt wird. Das sind natürlich nochmal ganz andere Verhältnisse und deswegen muss man, finde ich, das nochmal so in Relation setzen. Die Preise, muss ich sagen, finde ich minimal, also wirklich minimal zu viel. Aber auch da wird sie wahrscheinlich ihre Gründe haben, hat da mit Sicherheit fair kalkuliert. Kann ich natürlich jetzt so nicht sagen, aber ich gehe einfach mal ganz stark davon aus. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ich sowas nochmal machen soll, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir auch gerne die entsprechende Marke mit dazu. Dann würde ich mir das Ganze einmal anschauen. Und ja, folgt mir gerne auf Instagram, falls ihr das noch nicht macht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.